Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Mittwochmorgen. Heute ist der 16.06.2021 und wir haben vor uns das Horoskop Sonne Quincunx Pluto von morgen, dem 17.06.2021. Das wird ein kleiner keltischer Freitag sein. Warum keltischer Freitag? Weil morgen, in dem Fall übermorgen, der Mond in das Quadrat zur Sonne läuft, also das heißt zunehmender Halbmond auf dem Weg zum Vollmond, aber der wird dann schon im Steinbock stattfinden. Ja, die Projekte laufen gut, die Zahlen laufen auch gut, also ich meine sozusagen die wichtigen Zahlen, läuft alles bestens, läuft alles nach Plan, Pläne, die als Agenda schon vor Jahren angekündigt wurden und die jetzt einfach durchgesetzt werden. Wir haben folgende Zahlen. Wir haben die 17, die 23, die 25, nochmals die 25, die 27, die 28, Quersumme 10 und 1. Das ist ein Monatshoroskop und die 17, gehen wir es gleich an, ist eine große positive Schutzzahl. Ich habe sie immer als die Christuszahl bezeichnet. Christuszahl bedeutet für mich immer sozusagen der Traumkörper, mit dem wir wesentlich mehr machen können als mit diesem physischen Hologrammkörper, der ja nur eine, wie wir wissen, Illusion ist. Wer es nicht glaubt, möge bitte auf einen Friedhof gehen und soll sich dort einmal ein bisschen umschauen und fragen, wo sind denn die ganzen Körperhologramme geblieben? Wenn er auf die drübere Seite oder sie auf die drübere Seite geht, kann sie all diese energetischen Entitäten nach wie vor antreffen. Komisch, gell? Die 23 an zweiter Stelle, Dreh- und Angelpunkt, auch eine Schutzzahl, werden wir gut brauchen können. Ich habe immer gesagt, some like it hot, oder wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von fern ein Lichtlein her. Man will keine Hilfe annehmen, man ist sozusagen zu stolz dazu, plagt sich lieber und müht sich lieber. Aber jeder wie er möchte. Ich meine, ich habe mich auch im Leben immer sehr gerne geplagt. Blödissimo in Action, was soll ich machen? Man kann nur man selber sein, es ist halt leider so. Die 25 Ritter der Stäbe, also sehr angeheizte Energie, sehr aktive, sehr, würde ich fast schon sagen, wütende Energie. Hier geht es darum, dass man für andere sehr viel getan hat, fordert es zurück oder erwartet es zurück, bekommt es nicht und sinnt dann auf Rache, schmiedet Rachepläne. Und die Lösung wäre hier einfach mal über die eigenen Gefühle bzw. auch die Pläne, die Absichten, die Wünsche, Vorstellungen, Beschwerden sozusagen sich mit den anderen auszutauschen. Die 27, der Perfektionist, der 200-prozentige, ja, hier geht es einfach darum, dass man in einem Prozess drinnen steckt, aus dem man nicht herausfindet. Man leidet quasi unter Scheuklappen, man arbeitet. Ich habe hier eine sehr, sehr nette Schlagzeile gefunden. Ist das hier? Ja, die Volksgenossen sind faul und müssen daher mehr arbeiten und der Urlaub wird gestrichen. Es gibt keinen Urlaub mehr. Ja, genau, das ist der Grund, wir müssen halt sozusagen die zahlreichen ungebetenen Gäste auch, wie sagt man, ernähren können. Und das ist halt dann leider, das erfordert natürlich Opfer von uns allen, insbesondere von jenen, die das Ganze organisiert haben. Die werden wahrscheinlich am meisten arbeiten, wie das immer so ist. Sozusagen der eine bestellt und der andere bezahlt. Die 28 als letzte Zahl ist extrem stur, man möchte nichts verändern, man möchte ein Leben lang in denselben, im selben Fahrwasser drinnen bleiben. Man steckt sehr stark in der Materie fest. Wenn der seltene Fall eintritt, dass man sich daraus löst, ist das natürlich eine gigantische Zahl, wird dann auch zur Schutzzahl. Gut, was ergibt sich aus den beiden? Wir haben die Quersumme von 2 und 8 ist 10, das habe ich wieder perfekt zusammengerechnet, das Rad des Schicksals, und das weist uns darauf hin, dass sozusagen ein Zyklus zu Ende geht. Es wäre uns nicht aufgefallen. Ist auch eine Zahl der Veränderung und die letzte Zahl ist dann eben Pluto, die 1. Naja, und das ist ja genau das Thema, warum es hier geht. Bei der 1 geht es einfach um Zeugungsimpuls, um Führerschaft und auch um Machtausübung. Weiter zum zweiten Teil. Ende.